Hallo? 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 Können Sie nicht hören? Hallo? Können Sie nochmal anrufen? Hallo? Jetzt, Einen schönen hallo? guten Tag. Mein Name ist Dominik Schwarz. Ja, Ich hallo? melde mich von der Agentur für Unternehmensaktionen. Herr Ja. Dagatov Dimitri, sind Sie am Apparat? Wen möchten Sie sprechen? Dagatov Dimitri möchte Ja, ich sprechen. werde Kohle, einen Moment bitte. Dimitri, da ist Ja. Telefon, ich kann schon mal kommen. Bogatov, hallo, wer ist da? Mein Name ist Dominik Schwarz. Ich Da. melde mich von der Agentur für Unternehmensaktionen, Herr Dagatov. Ja. Wir haben unsere Sonderverlosung gehabt, wobei Ihre Rufnummer ausgelost wurde. Oh. Und Sie haben somit zwei Reisen im Wert von 800 Euro und ein Mindestgewinn in Höhe von 500 Euro erzielt. Herzlichen Glückwunsch. Ist das Und dein das Ernst? möchten wir Ihnen gerne zusenden. Ist das Natürlich dein ist es mein Ernst. Können Peter? Sie denn nachvollziehen, Peter, bist wie du Sie zu das? dieser Gewinne gekommen sind? Peter, bist du Wie das? bitte? Bist du das, Peter? Willst du mich ein bisschen verarschen oder ist das ernst jetzt? Nein, mein Name ist Dominik Schwarz. Ich weiß nicht, wer der Peter ist, aber mein Name ist Schwarz. Du hast so Stimme wie mein Kumpel Peter. Habe ich jetzt ehrlich gewonnen oder machst du Spaß mit mir? Nein, es ist mein Ernst. Ihre Geiles. Rufnummer wurde ausgelost, die Sie eingetragen haben bei einer Geil. Sonderverlosung. Geile Zwei Scheiße. Reisen haben Sie erzielt. Zwei Reisen, Eine wohin? Flugreise nach Paris Nach und eine Paris? Flugreise nach Norditalien für zwei Personen, 4 Tage, ja. Und Geil. außer diesen beiden Reisen möchten Sie mit mir Spaß machen jetzt oder wollen Sie ein bisschen ernst bleiben? Ich finde das geil, Mann. Lass mich Herr doch Magatov. freuen, Mann. Zwei Reisen, weißt du, wie geil das ist? Ich habe noch nie Geld für Urlaub gehabt. Das ist mega geil, Mann. Es freut mich, dass Sie sich auch freuen, Herr Na, sehr Dagatov. schön, sehr schön. Also, so wie ich Ihnen gesagt habe, eine nach Paris, eine nach Norditalien für zwei Geil. Personen, 4 Tage, ja? Geil, Mann. Und außer diesen beiden Reisen bekommen Sie noch ein Mindestgeschenk in Höhe von 500 Euro. Sie sind eine der 5 glücklichen Gewinner. 4 Gewinner bekommen 500 Euro in bar überwiesen und ein Gewinner bekommt einen Hotelgutschein 600 Euro. Also ein Und Gesamtgewinnwert von 1.300 Euro, Herr Dagatov. So. habe ich jetzt Geld Ihre zwei. und habe ich jetzt Geld und Gutschein gewonnen oder Geld oder Gutschein? Das habe ich nicht ganz Genau. verstanden. Eines Nein. oder beides? Gutschein haben Sie gewonnen, gehört Ihnen. Dieses Geil. Mindestgewinn wird noch ausgelost. Okay. Das Mindestgewinn wird noch ausgelost. Zu Okay. 80% bekommen Sie 500 Euro, 20% das Hotelgutschein noch dazu. Ist das für Okay? Hotel oder auch So. für Flugzeug? Wie bitte noch einmal? Ist das Gutschein? Ist das für Hotel oder auch für ganze Reise mit Flugzeug oder so? Alles zusammen, Alles alles zusammen, zusammen. Und alle inklusive. was war das? 800 Euro? Genau. Zwei Geil. Flugreisen. Eine Flugreise kostet 400 Euro, zusammen macht es 800 Euro. Also ist das nur Flugzeug oder Hotel auch mit drinnen? Alles zusammen, Ah, Herr wie geil. Bagatow. Kann man sich Alles zusammen. die Zeit aussuchen, wo man eine Reise machen will, oder ist das feste Zeiten? Nein, Sie können, das Einzige, was Sie machen müssen, eine Woche vorher anrufen bei Express Tours, das ist unser Reiseveranstalter, den Termin vereinbaren. Geil. Für Ey, den das ist super. Hotelreservierung, ja? Das ist richtig geil. Vielen So. Dank, Mann. Vielen Dank. Vielen Dank, Mann. Bitte schön. So, Geil. Ihre zwei Reisen, ja, Ich habe bekommen eine. Sie auf Ihre Adresse. Ich habe zwei Reisen gewonnen, du nicht. Ich muss meinen Kumpel auslachen, warte mal. Ja, Mann, ich nehme dich nicht mit. Vergiss, du hast den Abwasch nicht gemacht. Ich werde dich nicht mitnehmen. Das Hast du gar nicht so war gucken. gut, Ich das nehme. war gut, Ja, weißt du, das war gut. der lässt immer die Töpfe stehen. Weißt du, ich komme von Arbeit und muss erst einmal sauber machen, wenn ich essen will. Da werde ich. Nee, ich nehme dich nicht mit, vergiss es. Nee, Das war gut. ich werde ein hübsches Devoschka mitnehmen und da werde ich Spaß haben. Weil Er soll statt. das Ganze ausputzen jetzt. Ja, Er soll das Ganze natürlich. ausputzen jetzt. Putz das Haus mit Zahnbürste, dabei, Blair, dabei. Dann darfst du vielleicht bei Fußboden schlafen. Los, mach schon. Ha, jetzt habe ich Trumpf in der Hand. Jetzt werde ich ihn richtig fisten. So geil, oder? Das war gut, das war gut.
Ja, geil, komm, man muss doch, wenn man schon so einen Trumpf hat, dann muss man kämpfen damit. Ja, hol mal die Gummihandschuhe. Genau, zieh dir Gummihandschuhe an und da kannst du schön Toilette machen. Aber warte noch mit Toilette, weil nach Telefon muss ich da mal hingehen, okay? Oh, blöd. Oh, ich werde ihn so knechten. Geil. Weißt du, magst du manchmal auch Leute ein bisschen verarschen? Das ist doch ein geiles Gefühl, so, oder? Herr Bagatov. Ja. Spaß zur Seite, machen wir nun weiter, damit wir mal Ihre Gewinne zusenden können, ja? Ja, wann ist so, das denn bei mir ungefähr? Monat, nächste Woche. Geil. Am Mittwoch haben Sie das alles zu sehen. Geil, da kann ich Osterurlaub machen. Sie sind noch in der Neveste Weg, 84 in Hamburg. Ja, ja. Ja, bin ich. Das ist geil. Da kann ich mir zu Osterfest die Eier kraulen lassen. Hammer geil. Blöd. Das würde ich auch machen lassen. Ja. Wenn er mitkommen will. Ja. Du kannst dir eine Reise für dich selber nehmen. Da kannst du auch bei Stadt von Liebe fahren. Sie können einen dritten Person auch mitnehmen, aber er muss für den Flug 20 Euro bezahlen. 20 Euro nur? Den dritten Person? Genau. Für den dritten Person. Hm. Muss er nur 30 Euro bezahlen. Für den dritten Person. Und Hotel? Zwei Personen ist kostenlos. Und was mit Hotel? Ein Doppelzimmer kriegen Sie. Der dritte Person kann auch bei Ihnen übernachten. Das ist kein Problem. Ja, wie ich gesagt habe, der kann auf Boden, der kann auf Boden schlafen, der Hund. Blöd. Ich weiß nicht, warum ich mit dem zusammen wohne. Eigentlich hasse ich ihn, aber der bezahlt seine Miete. So, ich muss Ihnen etwas sagen, aber Herr Bagatov, ja? Ja, was denn? Die Flugreisen sind kostenlos, so wie ich Ihnen gesagt habe, ja? Ja, richtig. Im Rückflug, Hotel und das Essen ist dabei. Die ja. Zusatzkosten bezahlt ein Werbepartner für Sie, die wir beauftragt haben. Der Werbepartner, der das alles bezahlt für Sie, ist der Zeitschriftenverlag, ja? Da. Der Zeitschriftenverlag möchte nur eine Kleinigkeit von Ihnen. Dass Sie eine Zeitung nehmen für 12 Monate, die nur zweimal im Jahr bezahlt wird, die bekommen Sie 2 Monate sogar kostenlos, Herr Bagatov. Das hab ich schon mal gehört, ja, verstanden. So. Was möchten Sie denn zum Riesen haben? Was hast du denn, mein Bruder? Was kannst du anbieten? Sportzeitung, Fernsehzeitung, Computer, Nachrichten. Gib mir was mit geilen Frauen. Gib mir geile Frauen. Was will ich Playboy mit Finanzen? Hab ich leider nicht. Hast du keinen Gayboy? Hab ich leider nicht. Blöd, hast du Praline? Für Italiener? Praline, Hardcore Porno. Nein, hab ich nicht, leider. Oh, blöd. Ich habe hier Sportzeitung, wenn du möchtest. Ja, ist da auch was von Frauen? Ja. Sind da auch Weiber drinnen? Geile Frauen mit enge Trikot? Nee. Also sicher nehmen die Autos. Was ist mit den Autos? Sie wissen ja, dass bei guten Autos immer gute Frauen dabei sind. Da, Fotos. Immer gute Foto. Kannst du Saki Saki machen. Geile Scheiße, Mann. Geil, so, ja. Was darf ich denn eintragen für Sie, Herr Bagatov? Was möchtest du denn haben von mir? Hast du Verbraucherschutzmagazin? Habe ich leider nicht. Ja, das hätte mich auch gewundert, wenn ihr das habt. Weil dann hätten die euch ja schon lange vorgenommen. Ne? Habt ihr öfter Probleme? Hast du öfter Probleme mit denen? Nein. Nicht? Haben nicht. Haben die noch nicht rausgefunden, wo ihr seid? Haben die noch kein Razzia machen? Nein. Nicht? Wo ist euer Callcenter? In Berlin? In Berlin. Weil du hast so schlechte Leitung, ja. Das ist wie als ob du aus Türkei anrufst. Nein, aus Berlin. Aus Berlin. Und wo ist die Adresse? Genau. Wo ist Adresse? Du bist in Hamburg und ich bin in Berlin. Da. Und was ist deine Adresse? Hauptstraße Nummer 4. Wie heißt die Firma? Agentur für Unternehmensaktionen. Warte mal kurz. Ich Agentur für Unternehmensaktionen. Warte mal. Genau.
Unternehmensaktion. Weißt du, kann ich so gut Deutsch schreiben? Warte mal. Da. Hier ist, kennst du die Seite Telos? Hey, Suka. Telo. Telo kenne ich nicht an. Kennst du nicht? Warte, ich werde dir mal vorlesen. Das ist so eine Seite, da kann man Telefonnummerbewertung machen. Und hier schreiben 340 ja. Leute, dass ihr Betrug an Telefon macht. Was ist deine Aussage dazu, Blät? Hallo? Gib mal deinen Chef her, Suka. Hast du jetzt Hörer verschlucken? Hat aufgelegt, Hurensohn. Блять.